Hallo Leute, Murphy und wir spielen weiter Dreamland 2. Wir wollten uns auf die Suche nach Adrian und Dingsbums machen. Verschlossen. Dann gehen wir einfach mal die Treppe hier runter. Das ist der Raum, wo Adrian hätte sein müssen. Aber er ist hier nicht. Verschlossen. Da ist aber eine weitere Tür. Was haben die vielen... Es ist deine Bibliothek. Was haben diese vielen Türen mit Chef und Adrian getan? Und was haben die Illuminaten damit zu tun? Oh, was für eine gigantische Bibliothek. Ja, Bibliotheken sind im Normalfall ziemlich groß. Wundert mich, dass du noch in keiner warst. Ja, ich habe kapiert, dass die Bibliothek groß ist. Können wir jetzt bitte weitermachen? Was mögen das für Bücher sein? Was zum... Das sind alles... Anzeigen von Vermissten. Teilweise noch aus der Zeit, zu der Brett Collins, Seth Woodstone, Renoir, Clofield und all die anderen spurlos verschwunden sind. Was ist das für eine Insel? Was geht hier ab? Chef, Adrian, ich muss nachsehen, was passiert ist. Schade. Ich habe gedacht, er würde die ganzen hier versehen mit irgendwelchen Notizen. Hat er aber nicht. Sehr schade. Es hätte sich dafür angezogen. Ich mag das Geräusch. Nee. Speicherpunkt. Schnell weiter. Sakura, gut, dass du hier bist. Was ist hier los? Was ist das? Und was haben die Anzeigen des Vermissten hier zu suchen? Ahaha, das wird ja immer lustiger. Eine inkompetente Missgeburt nach der anderen kommt, das erheitert mich. Ich hoffe dir gleich dein volllautes Mundwerk, du gottverdammter Bastard. Wer zum Teufel ist das? Keine Ahnung, aber er war es, der mich auf diese verfluchte Insel geschickt hat. Und er scheint auch etwas über Brett zu wissen. Und was brennt da gerade vor sich hin? Das Modell dieser Stadt mit sämtlichen Einrichtungen. Als ich kam, zündete er es gerade an. So, ihr missrandeten Scheißhaufen, jetzt habt ihr genug geschwätzt. Zeit für euch, eurem Freund in die Ewigkeit zu folgen. Willst du damit sagen, dass du verdammtes Arschloch-Chef getötet hast? Ja, getötet ist wohl der falsche Ausdruck dafür. Ich habe ihn nur gefangen genommen und ein wenig gefoltert. Man gönnt sich ja sonst nichts. Hier ist er. Chef, halt durch. Chef, du musst durchhalten, wir werden dir helfen. Glaubst du wirklich? Sagt eurem Freund auf Wiedersehen. Arg! Ah, du verfluchtes Arschloch. Ihr Würmer habt ja doch keine Chance gegen mich. Es ist Sephiroth. Mal wieder. Du tauchst in diesem Teil wirklich sehr oft auf. Warum seid ihr hier auf der Insel geblieben? Was ist das denn für eine Frage? Es gab keine Möglichkeit zu fliehen. Man landet irgendwo mitten in einem Wald, wenn man versucht zu fliehen. Ich verstehe. Ich hätte nicht gedacht, dass die diabolische Kraft hier so enorm ist. Sie scheinen zu wissen, was hier abgeht. Sagen Sie es uns. Brauchen Ihre Hilfe, um hier zu verschwinden. Wir wollten also die ganze Geschichte hören. Ja, erzählen Sie. In Ordnung. Das ganze Gebäude vor etwa einem Jahr. Durch einen Fehler des Teufels wurde eine Stadt aus der Kraft der Hölle gebildet. Diese leere Stadt wurde aber schon bald von neuen entdeckt und so begann sie in ihr zu leben. Doch schon bald überfluteten die gewaltigen Kräfte der Hölle die Stadt und die Menschen wurden ihre Seelen entzogen. Ein jeder Mensch hatte eine Seele, die aus Lebensenergie besteht. Diese ermöglicht es den Menschen, Dinge zu erlernen und sich anzupassen. Doch wenn die Seele verloren blieb, bleibt nur noch der hohle Körper übrig. Instinktiv beginnt der leere Körper Fleisch, egal ob tot oder lebendig, zu fressen. Jegliche Intelligenz geht von einer zur nächsten. Sekunde voller und der Körper ist nur noch ein billiger Sklave des Teufels. Andere Dämonen und Monster werden aus Teilen von Körpern geschaffen. Dies war die Stadt, in die auch Brett und die anderen geraten sind. Sie wurden von Teufel besiegt, so passiert mit ihm dasselbe. Nachdem der Teufel aber vom Brett schwer verletzt wurde, verschwand die Stadt im Nix. Es hatten nur ein paar Tage und der Teufel war wieder bei Kräften und so erschuf er die Insel, auf der ihr seid.
Erneut kam Hornfonald, die die Sense bewohnt, und ihnen widerfuhr derselbe. Dasselbe, denn einem früher, dem anderen später. Allerdings erschuf er ein Modell der Stadt, mit welchem er den Aufbau der Stadt beliebig verändern konnte. So konnte der verändern, dass er die Insel verlässt. Ich persönlich hätte nicht gedacht, dass er auf so etwas kommen würde. Hinzu kam aber noch etwas. Das Dreamland, eine Welt, in der die Ängste der Menschen fast manifestiert sind. Sie sieht zwar für jeden gleich aus, aber die psychische Wirkung ist bei jedem Menschen anders. Während ihr dem Mut verliert, wird von Teufel übernommen, so zu seinem Spielzeug wie Jeffrey. Doch behält man seinen Mut, dass sie einen früher oder später frei. Letztendlich ist das Ziel des Teufels aber ein und dasselbe. Je mehr menschliche Sehen er einnimmt, umso stärker wird er. Und sollte es irgendwann passieren, dass er genug Sehen hat und stärker als ich wird, dann ist die Welt wirklich verdammt. Zwar wird dies noch dauern, aber der Tag wird kommen, wenn man nicht bald etwas unternimmt. Bist du etwa Gott? Stärker als sie, soll das heißen, dass sie Gott sind? Genau so ist das. Und warum man sie den Teufel nicht hört, wenn sie noch stärker sind? Ich darf nicht. Niemand darf den Teufel vernichten. Wieso nicht? Weil das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse dann aus dem Fugen fallen würde. Wenn mit einmal alles Böse aus den Seelen der Menschen verschwinden wird, wird kein Mensch überleben. Diese plötzliche Umstellung wäre zu extrem. Und wenn er sie vernichtet, dann wird auch dasselbe passieren. Er würde mich nicht töten, er würde mich einspannen und auf Ekel mir meine Kraft erziehen. Ach du Scheiße, da hat mein Bruder mich in etwas hineingeritten. Und was wollen wir nun gegen diese Bestie unternehmen? Es gibt eine Möglichkeit, den Teufel auszuschalten, ohne ihn zu töten. Erzählen Sie. Dazu muss ich aber vorher noch etwas sagen. Ihr wisst, dass ich aus keiner festen Materie bestehe. Das ist nur ein alter Leihkörper. Und wieso ist dieser Text so lang? Mein Teufel ist dasselbe, nur kann er das Aussehen deren annehmen, die er einst getötet hat. Nur der Plan. Ich müsste das Portal zur Hölle öffnen. Daraufhin müsstet ihr den Teufel, das heißt seinen Leihkörper, angreifen. Und letztendlich ist so zerstören, dass der Teufel ihn nicht mehr benutzen kann. Daraufhin wird er sich den nächstbesten Körper suchen und den übernehmen. Für ein paar Sekunden wird dessen Körper von Teufel übernommen, wird noch imstande sein, sich zu bewegen, bevor seine Seele erlischt. Diese Zeit muss er nutzen und in das Portal springen, worauf ich es ewig verschließe. So existiert er zwar, aber er wird keine Chance mehr haben, auf die Erde zu kommen. Wow, das ist echt total einfach. Allerdings was? Allerdings wird die Seele, wenn sie sich opfert, nicht erlöschen, sondern das ist verdammt, auf ewig auf der Erde umherzugehen. Wirklich ewig. Der Junge wird nicht imstande sein, mit Leuten zu reden, er wird allein umherhören. Verfluchte Scheiße, und eine Möglichkeit, bei der wir alle diesen Auftrag überstehen, gibt es nicht. Leider nein. Anders kommt ihr hier aber nie raus. Okay, ich bin bereit, das zu tun. Heilige Scheiße, ich bin auch dabei. So ein Gefühl, dass ich einmal in meinem Leben etwas tun kann, was auch was bringt. In Ordnung, dann ruht euch hier aus. Der Teufel wird nicht hierher kommen. Dieser Raum wird durch eine Schutzbarriere geschützt. In einer Stunde um genau 4.34 Uhr geht's dann los. Ruht euch so lange noch aus. Doch dazu kam es nie. Ich bin wieder da. Papi, ich habe heute mit Mami angefangen zu zählen. Ich kann schon bis zählen. Willst du mal hören? Nein, aber nachher, okay, dann zeige ich dir mal, wie man das richtig macht. Wie war das? Ah, ein Monster. Hihi, Papi ist heute wieder lustig. Hihi. So früh schon zurück. Ja, aber war nichts los heute, da bin ich gegangen. Brett hat angerufen, er kommt eventuell nächste Woche kurz vorbei. In Ordnung, wir haben ja lange nichts mehr von ihm gehört. Papi, willst du jetzt mal hören, wie ich zählen kann? Weißt du eigentlich, dass du eine ganz schlimme Nervensäge bist? Ja. Und weißt du auch, was ich mit so einem schlimmen Nervensäge mache? Nee. Ich fresse sie. Ah, Papi ist ein Monster. Du glaubst aber auch alles. Echt, alles glaubst du. Meine Güte, ist das spät geworden. Ich sollte niemanden wecken. Nein! Wo kommt das Blut her? Nein! Er schreit auch. Interessant. Alles in Ordnung, Adrian. Mehr alles in Butter. Ein Albtraum, wie? Mach uns hier bloß nicht schlapp. Ach, wegen so einem 0815-Albtraum doch nicht.
Nun gut, es geht los. Macht euch bereit für das Finale. Speichern. Wie haben wir? 20. Dann lasst uns mal zum Finale gehen mit 28 Morphien und 22 Verbandskästen. Wow, noch ein Speicherpunkt. Und noch mehr Verbandskästen und Morphien. Richtig? Wow. 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 Sobald die ihn besiegt haben, werde ich das Portal öffnen. Derjenige, den die einzigen schnell handeln und in das Portal springen. Ein Fehler und alles ist vorbei. Aber okay, aber wo ist Sakura? Sie ist schon vorgegangen. Und du sollst dich nun auch beeilen. Sie war gerade noch da drinne. Muss ich eins hin? Linie. Was zur Hölle? Da ist wieder der Clown. Stärke, du bist geboren. Du hast eh keine Chance gegen mich. Ich bin unbesiegbar. Brett. Rinoa. Brett. Was der Mann gesagt hat, stimmt. Der scheint wirklich Gott zu sein. Nun gut, Brett. Ich werde dir jetzt dein Frieden geben. Das ist das Letzte, was ich für dich tun kann, Bruder. Das war es dann auch. Nee. Tut mir leid, Brett. Es musste sein. Sorry, bin etwas spät dran. Hauptsache, du bist jetzt da. Ist dieser Haufen Scheiße davon? Ja, genau, das ist es. Hat Gott wieder mal mein Geheimnis verraten? Egal, ihr trägt mir Missgeburt. Sei kein Problem für mich. Ich werde euch meinen Untertanen in kleinen Häppchen zu Fahrt vorwerfen. Macht euch auf euren Namen bereit. Ich gehe als erstes. Okay. Ein großes Mundwerk hast du bisher. Mal sehen, was du wirklich kannst. Ein erbärmlicher Mensch wie du ist für mich dasselbe wie Scheiße unter meinen Schuhen. Du bist schon tot, ehe du auch nur Brillen sein kannst. Nun gut, genug geschätzt. Ich schlage vor, wie wir es in den Ort des Geschehens. Verdammt, du kannst unser Plan noch nicht aufgeben. Nur zu, ich erledige dich, kleine Hackenpenner, so oder so. Ich bin gespannt. Scheiße, ich hoffe, Arten hat einen Plan und das eben. Dass das eben nicht kranker Optimismus war. Sakura, wir müssen den Bastard in Stücke hauen. Er sich regeneriert. Gut. Was zum... Super, hier ist das Portal. Adrian, beeile dich. Ach, scheiße, tut das weh. Los, Adrian, lass mich diesen Körper nehmen. Werde ich dir auch ewiges Glück schenken. Glaube mir, du scheiß Bastard, nach dieser ganzen Scheiße-Werte wird sich zwar keine Sau mehr an mich erinnern, aber das ist dieser ganze Dreck. Ist wert. Ja.
Damit endet Dreamland 2. Das ist nun schon 5 Jahre her. Ich habe bisher nie realisiert, dass ich damals um ein Haar gestorben wäre. Ich habe erst Tage später begriffen, dass ich es mit dem, den Toten und dem Teufel persönlich zu tun hatte. Auch wenn von dir nichts mehr existiert, ich hoffe, dass dieser Grabstein hier wenigstens als ein kleines Dankeschön für deine Hilfe damals akzeptabel ist. Gott habe ich nicht wieder getroffen und die Insel ist auch verschwunden. Ich bin damals noch rechtzeitig mit dem Schiff geflohen und wurde von einem Fischkutter gefunden und ich lebte bei meinen Großeltern. Nun ja, ich weiß nicht, was ich noch weiter sagen soll. Ich werde dich und Jeff niemals vergessen und ebenso wenig eure Hilfe. Auf Wiedersehen, Adrian Collins. Danke, Sakura. Aber ich bin der Teufel. Dreamland 2. Graphics. Lufia 2, Vampire's Dawn, Legend of Fire, RPG Maker. Music and Sound, Silent Hill, Halloween. Resident Evil Series, Alien vs. Predator, Castlevania Series, Breath of Fire Series. Sentiment, Duke Nukem, Neo Genesis Evangelion, House of the Dead 2. Final Fantasy, Hexen, Vampire's Dawn, Halloween H20, Vampire's Dawn hatten wir übrigens schon. Silent Hill, Secret of Mana, Terangima, als dieser wie letztens. Mehr oder weniger, plus ein paar neue. Special Thanks to... Wolfsruhe, Sora, X, Snappy, Perfect Killer, Sephiroth für 23, Evil Killer, Angel, Ikari. RBG Maker 2000.de, RBG 2000.de, Capcom Squaresoft GS Sand of Star, produced by Jude. Judor, ich nenne ihn Judor. judorgames@googleemail.com. Und dann können wir ja eigentlich den dritten Teil jetzt spielen. War's das? Dann kommt noch was. Das war's. Gut. Das war Dreamland 2 und wir sehen uns dann bei Dreamland 3. Bis dahin, Leute.